Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer CrossFit Vegetina zurück bei Let's Play. The Legend of Zelda Breath of the Wild. So. Wir sind bei Pornos Hütte auf dem Weg zum nächsten Turm hier oben angelangt und wollen jetzt mal gucken, was der mit Schneekegeln so meint. Wie geht das? Oh, was ein höflicher junger Mann. Dann lass mir da Regeln erklären. Pass auf, da gibt's 10 Säulen, die Hügel runter oder Kegel, wie ich sie nenne. Jetzt muss nur noch der Schneeball von oben am Hügel runterrollen und so viel sollen wir möglich umkegeln. Wenn der Schneeball erstmal rollt, wird er nach und nach größer. Unten angekommen, kegelt er dann die Säulen um. Dieser Moment, wenn alle Kegeln umfallen, da steigen mir die Tränen drüber. Augen, willst du auch mal? Ich versuch's. Besten Dank. Ich mach da mal alles bereit. Nicht weggehen. Gut. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Na dann, kannst du den Schneeball nehmen, dann räum mal gründlich ab. Den Schneeball kannst du zweimal rollen. Wenn du alle im besten Versuch abrollst, heißt das alle 10. Da musst du Hütchen dafür haben. Wenn du 2 Versuche dafür brauchst, nimm man's abräumen. Ja, was für Grünschnäbel. Schön, schön, dann leg mal los. Okay, ich muss es auch möglichst mittig machen. Achso, ja, ich kann ihn ernehmen, stimmt. Dann mal los! Oh, 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 oh. Schade. Das war nicht besonders gut. 3. Da muss ich beim Zeit mal gründlicher ziehen. Ja, muss ich auf jeden Fall. Okay. Allerdings. Okay. Oh, ja, ja, ja. Nein, da rollt er wieder auf die andere Seite. Was soll das? Ach, komm! Ja, ich versuch's, aber das ist... Ich mach's. Probieren wir's nochmal. Was zum Teufel, ey? Also anscheinend hier ein bisschen so ziehen. Oh, das sieht gut aus. Alle Zähne! Yes! Da soll mich doch 10 Kegel erzählen, da legst dich nieder. Huh! Geil! Nun gut, okay, ist ja wie ein alter Hase. Und ich habe heute die Spendiosenhand, da bekommst du ein tolles Werkzeug. Ich würde es dir gerne geben, aber du trägst schon genug mit dir rum. Nimm stattdessen das hier. Oh ja. Also haben wir es dann nochmal versuchen? Nein, danke. Haha, 300 Rubine. Ey, nicht schlecht, also. Das war auf jeden Fall ein guter Wurf dieses Mal. Aber die Position, ob ich mir die jemals merken werde, ich weiß es nicht. Aber hey, das sind das alles. Das sind alles Kegeln und nicht bloß Säulen. Lustig. Also man ist richtiges Winterbowling. Klar, warum nicht? Ey, du kommst mit. Wow. So, du kommst her. Dich kann ich ja jetzt eigentlich getrost fast schon verkaufen. Es sei denn, noch ein Schrein in der Nähe. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt erstmal den Turm mir vorknöpfen. Den habe ich jetzt als erstes vor. Und dann habe ich endlich mal Übersicht hier. Dann glaube ich, habe ich auch schon alle... Türme bereits hochgestiegen. Da gibt es sogar Checkpoints, also ich brauche keine Ausdauermedizin. Ich kann das, glaube ich, wegschmelzen. Habe ich überhaupt noch ein Feuer? Ja, ich habe ein Feuergroßschwert. Lieber jetzt mal in Ruhe lassen. Vielleicht hilft ein Feuerpfeil? Ja, das hilft schon eher. Was verbirgt sich da Feines? Verbirgt sich da überhaupt etwas? Wahrscheinlich nicht. Ich muss aber auch eins davon aus dem Weg räumen, weil sonst komme ich nicht an den Turm. Ja, moin. Das ganze Eis den Turm hier umringt, das ist doch nicht normal.
Oh Mann, da gehen sie hin, meine ganzen Feuerpfeile. Na komm, jetzt geh doch ein. Oder, ja, warum verschwende ich da jetzt noch meine Zeit weiter damit? So. Leider ist es mir zu kalt für die Kletterrüstung. Aber ich kann es mal probieren. Ja, da wird schon zu kalt. Hätte ich mir bloß so eine Wärmemedizin hergestellt. Reicht das? Leider nicht, oder? Wahrscheinlich jetzt, ja, ich nehme kontinuierlich Schaden, leider. Die habe ich nur Brandschutzmedizin. Ja gut, mir bleibt keine Ahnung, weil ich muss noch den Winterwams einmal anlegen. So. Okay. Kann ich halt nicht mehr so gut klettern, aber was soll's. So. Einmal dazwischen kurz verschnaufen. Ich habe auch immer wieder um einiges mehr Ausdauer. Ist auf jeden Fall gut für mich. So, wir haben fast die Spitze erreicht. Dann können wir uns wieder nach weiteren Schreinen umgucken. Ah, vor dem... Ja, das ist ein Schrein, ja, das ist der Schrein. Ich dachte schon, es wäre wieder so eine Platte, auf der ich auch noch Ausschau halten muss. So, da sind wir. Ob das jetzt der letzte Turm gewesen ist? Der Turm wurde jedenfalls jetzt auch aktiviert. Dann glaube ich, war das jetzt der letzte Turm, ne? So aus, aber ich schau mal. Komm, Karte, zeigt mir. Gibt es da noch etwas? Ich glaube fast, wir haben schon das, gesamte Karte! Wir haben es geschafft! Alle Türme sind damit bestiegen worden. Sehr schön. So, und jetzt wieder Zeit für etwas Kälteschutz. Okay. Ja, nice one. Nur frage ich mich, wo ich hier noch einen Schrein aus... finde ich machen kann. Ich muss auf irgendwas Rotes hier achten. Also Oranges achten. Orange leuchtendes. Abgesehen von dem Vulkan hier. Ja, das Schloss Hyrule ist hier. Da ist auf jeden Fall schon ein Schrein, den wir bereits bestritten haben. Aber hier ist ja noch einer irgendwo in der Nähe. Hier ist ja noch irgendwo einer sein. Vielleicht wieder irgendwo verborgen hinter einer Wand. Gut möglich. Nein, da drüben ist einer. Ich sehe ihn. Das ist ein Schrein, der da leuchtet, ja. Ich habe ihn schon gesehen. So, hoch da. Ist gut, dass man nicht abrutschen kann. Alter! Sehr schön. Headshot. Jede Menge Luxuswild. Nom nom nom. Oder nein, das ist nur Edelwild, schade. Was war das jetzt schon wieder? Oh, den habe ich erledigt. Ich dachte, ein Headshot müsste dafür... müsste es dafür sein. Noch mehr.
ist noch ein Elch. Und natürlich so ein... Ja, ihr wisst es schon. Reicht er komplett aus, um die zu killen. So, her mit dem guten Fleisch. Ich weiß, dass du dich da drunter versteckt hast. Und down mit dir. So, schön geschockt. Und weg. So, so viel zu diesem Exalfoss. Und jetzt schauen wir mal, wo der Schrein hier nochmal war. Aber den hätte ich vielleicht markieren müssen, nicht Depp. Tja, kann nichts machen. Eiskaltes Wasser, selbstverständlich. Da, da ist er. Oh nein, ein Schneefuchs. Oh nein. Einfach ins Wasser rein, na toll. Der arme Fuchs. Diese ganzen Flaggen hier zu bedeuten haben. Naja. Muss ich jetzt jedenfalls einen Weg da reinfinden. Ja, ich hab's doch gewusst. Hier schon wieder. Ganzer Haufen von denen. So. Hier gibt's schon mal einen Feuerstein. Ich wünschte... Oh je, wo ist der andere Stein hingeraten? Na toll, jetzt ist er da runtergefahren oder was? Ins eiskalte Wasser. Au, verdammt, die frieren mich ein. Nein! Shit. Oh. Frieren mich ein und stoßen mich runter, diese Arschsäcke. Warte, das werdet ihr büßen. Stoßen mich auch noch ins kalte Eiswasser. Den will ich die Leviten lesen. Jetzt wird schön feurig. Ach komm, als ob. Kann höchstens deren... Verdammtes. Eis wegschmelzen, aber das war's auch schon. Na wirf doch! Jetzt drücke ich den falschen Knopf. Komm, befreie dich doch, bevor du da runterrollst. Wie ein Depp. Mann, sind die schnell. Gott, das waren lästige Zeitgenossen. Die geben auch noch nicht mal wirklich was Großartiges. Oh, Moment. Sehe ich das richtig? Da drüben ist noch ein Schrein. Wo befindet er sich denn da bitte? Was ist das denn? Aber egal, den markiere ich mal auch mal schnell. Aber wenn ich schon dabei bin, dann habe ich halt einen weiteren Schrein entdeckt. Für mich. So, da wir gerade jetzt vom Schrein reden, wie komme ich jetzt an den ran da? Ich weiß, er ist da, aber wie komme ich da hin? Sag mir nicht, dass ich... Ja, ich glaube, ich muss das Cry-Modul dafür verwenden, weil... Ich muss über das eiskalte Wasser irgendwie gelangen. Sonst geht's nicht. Ja, geht nicht anders. Kann ich denn da durch, unten durchschlendern hier? Muss es einen anderen Weg geben. Wie soll ich denn da... Ich muss irgendwie von hinten her rein, oder wie? Wie soll ich das anstellen?
Wie soll ich denn da reinkommen? Weil das Cry-Modul wird auch nichts bringen. Dafür ist das viel zu eng. Das ist doch ein Blödsinn. Was ist denn das hier? Wie soll ich denn da drunter kommen? Weil ich kann da auch nicht durchschwimmen. Das ist zu kalt. Geht das doch irgendwie? Ich brauche auf jeden Fall wieder was zu essen. Das muss auch noch sein. Okay, jetzt geht's mir besser. Geht das irgendwie? Nee. Wie soll ich das denn anstellen? Ich kann da nicht durchschwimmen, es ist zu kalt. Oder kann ich das irgendwie... Oder muss das irgendwie sein und ich muss da dazwischen immer was essen, damit ich am Leben bleibe irgendwie. Jetzt kommt noch zusätzlich der Frost ins Spiel. Hoch da! Uff! Mann, ne Fresse. Das ist wirklich nur so geht, oder was? Das ist doch unmöglich. Da muss ja was anderes dafür verlangt sein. Ja, tatsächlich, das Feuerschwert hält mich auf jeden Fall. Voll der Mann! Raus da! Verdammt! Oh, das war sau knapp, ey. Dass ich da einfach mal so reinfalle, natürlich. Ist auch schon besser. So, gehen wir da mal rein und schauen mal, was da überhaupt für ein Rätsel auf uns wartet. Weil in das Reinkommen müsste ja schon das Rätsel gewesen sein. Aber ich glaube etwas, dass da was anderes verlangt gewesen ist. Aber ich weiß leider nicht was. Hätte ich ein Floß bauen müssen oder was? Keine Ahnung. Das ist das Problem. Aber tatsächlich, das ist von Erfolg gekrönt hier. Ist einfach nur das Hinkommen. Und dafür gibt's Rubine. Nice. Und schon habe ich wieder die 1000 erreicht. Das nächste Zeichen der Bewährung ist unser. Damit wieder 3 weitere. Dann habe ich endlich den zweiten Ausdauerring voll. Jetzt hätte ich Zeit dafür. Dann schaue ich, ob ich vielleicht vor dem Finale noch einen dritten Ausdauerring zusammenbekomme. Das wäre schon schön. Puh, aber es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Weil wir haben immer noch einen Haufen Erinnerungen und einige Titanen zu finden. So, aber was wäre eigentlich das Rätselslösung hier gewesen? Naja, was auch immer. Ich muss mich da jetzt leider raus teleportieren, weil... Sonst würde ich da nur elendig verenden. Also, sonst könnte ich da gar nicht raus. Sonst soll das möglich sein. Hm. Ist blöd, dass ich jetzt da teleportieren muss, aber was bleibt mir noch so übrig? Ich komme sonst nicht raus. Gut, dann muss ich jetzt wieder vom Turm aus los. Da war ja ein weiterer Schrein. Da drüben. Dann fliegen wir mal los. Und wenn wir den Turm erstmal haben, dann schaue ich, ob wir dann noch ein paar Nebenquests machen, bevor ich mich hier noch ein bisschen, ja, umschaue.
nach weiteren Erinnerungen Ausschau halten. Und dann noch andere Sachen. Es gibt noch viel zu tun hier. Was ist das jetzt? Nur ein bisschen Gras. Nichts Besonderes. Oh. Weiteres. Nein, das ist ein Xalfos-Lager. Gemischt mit, oh shit, oh shit. Was ist mit denen los? Streiten sich wohl über irgendwas. Das sind Dynamitfässer, die muss ich auf jeden Fall treffen. Das kann ich mir schon einen Vorteil verschaffen. Und ich habe zwar nicht mehr viele davon, aber das passt schon. Dann kann ich ansonsten noch die Bombenpfeile vertrauen. Die tun ja auch ihren Job. Hehe, yes! Das hat ordentlich Bumm gemacht! Surprise! Oh, 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 da kommt einfach mal so auf mich zugerannt. What the hell? Da kommen sie alle. Leider haben sie alle überlebt. What the hell? Okay, das reicht. Jetzt habe ich das leider verbraten fast schon. Schmorbraten, okay. Man schlägt keinen, der am Boden liegt. So. Au, verdammt. Wieso habe ich eigentlich das Ruder? Hallo? Nimm das Königsschwert in die Hand. Wir sind wenigstens zwei von ihnen schon mal down. Aua. Verdammt. Also, ein Pfeil bringt da jetzt nicht wirklich was. Au! Shit. Alter, wie die zuschlagen können. Da habe ich deutlich unterschätzt. Shit. Au, Mann! Ich habe doch das Schild davor gehabt. Jetzt reicht's. Ich muss das Max-Dampf-Obst verwenden. Shit. Ah, das war's mit meinem Bockschild. Okay. Stahl. Exalschild. Okay. Oh shit, nein. Ich beschütze dich. Das wäre jetzt mein Game Over gegen den gewesen. Naja, nicht wirklich, weil ich hätte noch Feen gehabt, aber trotzdem. Alter. Na, wartet. So, da geht er down, da geht er down. Und du auch. Uff, das war heftig. Trotz des Vorteils mit der Bombe. Was anderes, andere als gut verlaufen hier. Na toll, die Waffentasche ist trotzdem noch voll. Was zum Teufel? Alter Schwede. Also das war ja schon wirklich krasse Kacke. Das war schon ganz schön heftig gerade. Also ein Ritter Doppelhänder besser als das Ruder auf jeden Fall.
So. Wo ist jetzt der Ritter Zweihänder? Da ist er. Okay. Und jetzt her mit dem Schatz. Wo steckt der nochmal? Jetzt habe ich mich total verlaufen, oder was? Als ob. Und was ist das denn jetzt? Warte! Hey, darf man noch nicht mal seinen Ausguck genießen? Warum müsst ihr jetzt einen stören? Ey, als ob. Scheiße. Ab mit dem Kopf. Na komm, bevor ich den Kopf überhaupt treffen kann, das darf nicht wahr sein. So, jetzt haben wir der. Ach, das wär's. Endlich. Ach du Scheiße. Ich wollte nur gucken, was da ist. Und, ah, ja. Da ist der Schatz. Es ist wieder immer dasselbe mit diesen Viechern. Die stören einen nur unnötig. Immer in der Nacht müssen da welche Skelettviecher rauskommen. Ist es? Ja, das ist der Schrein. Okay. Na, komm. Kletter da bitte hoch. Und sag mal, was sich da Feines befindet. 1 auf 4. Ja. Das geht. Ich wollte mal überprüfen, was da jetzt, was das jetzt sein soll. War das jetzt wirklich nur der Baum? Weil ich habe gedacht, ich hätte da noch mehr gesehen. Da habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Sonst gehen wir aber endlich mal zum verdammten Schrein hier. Ich war da schon längst hin. Was ist das hier? Einzelland wegen dem Hyrule-Pilz? Ein richtig hoher Baum. Hey, ist es jetzt das Wasser kalt? Ja, es ist immer noch kalt. Brr. Geh da an Land, geh an Land, geh an Land. Wie soll ich da jetzt? Ach, verdammt, ich wollte nur... Ich und meine blöde Neugier. Toll, ganz toll. Jetzt hänge ich hier fest. Ich und meine dämliche Neugier. Na schön, dann... Schnell da rüber. Und hoch mit dir. Raus aus dem eiskalten Wasser. Dass das Wasser immer noch so kalt sein muss hier. Boah, das musste echt höllisch wehtun. Hä? Oh shit! Was kam denn da jetzt? Man hat mir doch davon... Davon habe ich doch jetzt gerade... Ein Titan. Aber das kam jetzt nicht vom Titan, oder? Da war irgendwas gelandet. Irgendwas ist da runtergekommen. Oh nein! Der nächste Ivarok. Gut, aber dieses Mal... Kann ich hoffen... Es ist immer noch kalt! Ja, aber jetzt nicht mehr so krass, ne? Ich kann mich nach wie vor noch auf einen besseren Beinschutz konzentrieren. Gut. Das müsste reichen. Dass immer noch so ein Spacko auftauchen muss. Toll, jetzt habe ich kaum noch Medizin hier, so richtige. Na schön. Der Bantherhügel Ivarok. Aber Moment, das müsste jetzt gehen. Dieses Mal müsste es mit den Bomben klappen. Ach, falscher Knopf! Oh!
Weil die Explosionrate ist jetzt größer. Na komm, warum klappt das denn nicht? Ja, da muss die Bombe direkt drauf. Ich muss da besser zielen. Oh Mann, das ist wieder so aufgestellt hier. Ach komm, als ob! So. Fall hin! Na, hoch mit dir, Freund! Oh, geh da weg! Sehr schön. Yes! Volltreffer! Ja, fall hin! Ja! Und da fährt er noch ein Ärmchen oben drauf. Aber der ist richtig zäh. Das muss man ihn lassen, den Boshi. Ach, verdammt! Geh da weg von ihm! Hä? Was ist das passiert? Verdammt, ich kann ihn einfach nicht treffen. Au, da erwischt er mich. Ich brauche auch eine andere Waffe. Das Königsschwert. So, ja, jetzt schaut es schon besser aus. So macht man das. Aber so wiederum nicht. So. Das muss ihn doch jetzt umhauen, ne? Jawohl. Oh Mann. Ach, zu weit entfernt anscheinend. Aber glücklicherweise dauert das Laden nicht so lang. Aua! So. Jetzt aufs Maul. Ach shit, da kann ich nicht hochklettern. So, weg mit den Ärmchen hier. So. Oh shit. Ach komm, als ob. Oh, ich Depp. Muss ich mich auch noch selbst damit treffen? Geht's noch nicht zu fassen. Ich habe wirklich keine guten Heilungsgegenstände mehr. Ich muss da was tun. Aber ich habe ja noch Feen. Die können mich jeweils wiederbeleben, aber ich möchte mich nicht nur bloß darauf verlassen. Haha, sehr schön. So, hoch da. Und bleib bitte da oben. Shit. Da lässt er was fallen. Ob es damit klappen kann? Ne, auf Dauer leider nicht. Der schafft es, mich schon runterzuhauen. Aber da hat er was Feines fallen gelassen hier. Ach komm, das hat nicht geklappt. Ja, das hat auch jetzt geklappt. Wenigstens konnte ich ihn... Geh da weg, geh weg. Topas. Daneben. Oh Mann, der kann gut zielen. Au, Wahnsinn. Das war aber jetzt ein krasser Volltreffer, oder was? Ach du Scheiße, ich hab kaum noch was übrig. Dann nehme ich mal halt etwas Edelwild. So, und jetzt reicht's mir mit dir. So, weg damit. Jetzt kann ich endlich wieder nach oben und dich damit... Und deinen Schwachpunkt abballern. Shit. Es ging daneben.
Komm. Ach, warum hat das nicht weggesprengt? Warum klappt das manchmal? Warum manchmal nicht? Ach, ich Idiot. Komm, steh auf. Ich bin ein bisschen zu hektisch unterwegs, oder was? Warum hau ich jedes Mal daneben? Warum klappt das manchmal nicht? Oh. No. Alter! Wie zielt er denn so gut? Ich versuche doch so gut wie möglich auszuweichen. Ich bewege mich doch so viel. So, jetzt aber. Und wieder hoch da. Ich würde lieber auch mal einen anderen Pfeil. Zum Beispiel einen Bombenpfeil. Das tut nämlich auch ordentlich weh. Oh ja. Aber das wollte ich mir dabei, wollte ich mir auch selber nicht wehtun hier. Nein, daneben. Ja, aber jetzt. Das tut ordentlich weh. Verdammt. Aber er ist gleich down. Er ist gleich verfickt nochmal down. Oh, das wär's. Geh sterben. Hohoho. Ja, Rotoniten. Herr, nur damit. Herr, nur damit. Nur her damit, verdammt. Alter. Ach du Scheiße, es ist schon wieder zu spät. Ist der Part schon wieder so lang? Na gut, ich habe nicht damit rechnen können, dass jetzt so ein Gegner auftauchen muss. Aber wow, da ist also der Wächter. Ist das der... Komme ich von dort aus nur zu ihm hin? Der nächste Titan, ha? Oh wow, das sind so viele Schreine. Wo führt das noch hin? Und da ist ein Stall! Da ist ein Stall. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Danke. Dreimal kann ich das gleich machen. Dachte mir nur zweimal. Oh, da muss dann auch irgendwo ein Schrein in der Nähe sein, weil wie soll ich dann sonst... Der Stall der Orni. Okay, damit machen wir dann im nächsten Part weiter. Und wem gilt, wenn es dir gefallen hat, wusstet ihr, es überstehen ist eins. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Sehen Sie uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Victory 9. Bis nächsten Part von Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild. Also viele sehen und tschüss, Leute. Now you know.